Der Frühling ist im Ayurveda ganz klassisch die Kapha-Zeit. Kapha ist eine Bioenergie im Ayurveda, die sehr geprägt ist von dem Erdigen, von dem Feuchten und Kühlen. Und das ist vielleicht etwas, was du jetzt, wo wir in den Frühling starten, in deinem Körper merkst, dass wir erstmal so wieder in die Gänge kommen müssen und den Stoffwechsel anregen. Du kannst das ganz einfach für dich umsetzen, indem du zu Hause auf ein paar Zutaten achtest in deiner Küche, die wir jetzt saisonal bei uns auch finden. Und zwar können wir jetzt im Frühjahr ganz besonders gut die frischen, grünen Kräuter, das junge Gemüse, was jetzt auf dem Markt überall zu finden ist, einsetzen. Denn das enthält viele Bitterstoffe, das wirkt zusammenziehend und das regt den Stoffwechsel an. Das kann zum Beispiel Löwenzahn sein, Rucola, junger Spinat oder dann auch der Spargel, wenn er kommt. An Gewürzen kannst du vor allem den Ingwer und Kurkuma wunderbar einsetzen, denn diese wirken besonders wärmend und regen somit deine Verdauung und deinen Stoffwechsel an. Und das ist genau das, was wir jetzt brauchen, wenn wir den Stoffwechsel etwas entgiften wollen.